Mädels waren auch da, ein bisschen gequatscht und ich dann gesagt, die Saison, das könnt ihr euch drauf verlassen, da passiert mir das nicht. Und ich muss mich dann auch wahrscheinlich erst an die neue Konsequenz gewöhnen. Ich muss aber auch vorneweg sagen, ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Ich finde es richtig, weil wir alle, glaube ich, da auch den Handball als Vorbild nehmen können. Wir wollen insgesamt weniger lamentieren, wir wollen weniger reden, sondern mehr Fußball spielen. Und dementsprechend hat der Schiedsrichter heute absolut regelkonform zweimal reagiert. Er hat die Messlatte natürlich insgesamt sehr hoch gelegt für Folgesituationen, weil ich habe jetzt niemanden beschimpft, ich war ein bisschen emotional, ich habe gesagt, dass das ein Foul von Tah war, fünfmal nicht reagiert und habe dann Geld bekommen. Und dann habe ich nur gesagt, dann lasst uns doch miteinander reden. Und dann habe ich die zweite gelbe Karte bekommen. Aber es war einfach zu, es war zu, ist zu emotional. Es muss ich mich dran gewöhnen. Und dementsprechend nehme ich das auf mich. Man mag mir glauben, weil der ein oder andere kommt dann schnell wieder um die Ecke, ne? Der Rose ist nicht unbelehrbar. Sondern ich habe schon ein gutes Gefühl dafür, wann ich habe Gerechtigkeitssinn, einen sehr ausgeprägten, wann ich richtig daneben liege und wann ich dann vielleicht auch mal mich wehren muss. Das Ding heute nehme ich auf mich und hat der Schiedsrichter richtig reagiert.